Hallo liebe Noppenstein-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Pauls Klemmbaustein. Heute gibt es mal wieder ein Haul, denn ich habe so viel bestellt, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ja, und zwar fangen wir an mit Blue Bricks. Ja, ich habe ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ich habe es aber auch zugegeben, dass ich da einen Baufehler drin hatte. Beim Schienenbus, da hatte ich definitiv keinen Baufehler drin. Das war einfach leider ein blödes Teil. Ich verlinke euch das nochmal hier oben. Hier habe ich jetzt aber noch ein paar Sachen, weil ich habe die BR86 auch gebaut und habe gedacht, naja, die braucht ja auch ein paar Hänger. Und zwar habe ich hier für die Passagierwagen, ich muss mal ganz kurz gucken hier, um da ich euch nichts Falsches sage, und zwar ist es der Passagierwagen mit Unterstand in Rot und Beige, den habe ich zweimal, pro Wagen 206 Teile. Dann habe ich hier noch den Kranwagen. Da muss ich leider auch mal kurz nochmal gucken, weil die habe ich jetzt schon länger bestellt und ich weiß gar nicht mehr, wie die genaue Bezeichnung war. Also ja, Schienendrehkran mit Rungenwagen ist es, genau. 295 Teile. Was haben wir noch? Dann habe ich auch bei Blue Bricks bestellt. Die haben im Moment auch so ein paar Angebote und zwar ist es von Xingbao ein Jeep. Was gibt es dazu zu sagen? Naja, also, wenn ihr euch das mal genauer anschaut, diese Versiegelung, echt, und überhaupt wie der Karton ausschaut, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das nicht mal schon irgendwie aufgebaut war oder ob die... Ja, ich habe keine Ahnung, ob das eine Retoure ist oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Gut. Aber den haben wir. Was haben wir noch? Und zwar nochmal Blue Bricks. Den Trailer Truck. Den fand ich eigentlich megamäßig. Der schaut echt gut aus. Gefällt mir. So nach dem amerikanischen Vorbild. Und mit Minifigur 357 Teile. Der ist im Moment auch bei diesen, wie nennt sich denn das? Das muss ich nochmal kurz gucken. Black, wie heißt das jetzt gleich? Black Friday Week. Ja, genau. Da ist der im Moment drin. Das verlinke ich euch mal auch unten in der Videobeschreibung. Für 8,77 €. 357 Teile. Kann man eigentlich nicht sagen. So, was haben wir dann noch? Ja, hier habe ich was, das ist ein Spezialfall und zwar ist es auch aus China. Was heißt auch? Es ist aus China. Und zwar sind es, wenn ich mich nicht irre, wieder Mini-Blocks. Und da war das Komische, die wollte ich eigentlich, also beziehungsweise ich hatte das bestellt und in dem Moment, wo ich es dann bestellt hatte, ein paar Sekunden später, habe ich gemerkt, oh, das sind ja gar keine normalen Bausteine, sondern Mini-Blocks. Ja, bevor ich überhaupt das bezahlt hatte, habe ich es dann storniert und dann hat der Verkäufer, es war ja bei AliExpress, hat der Verkäufer das auch schon gleich losgeschickt mit Karton und das bedeutet jetzt so viel wie, ich habe das Set eigentlich umsonst gekriegt, weil zurückhaben wollte das nicht und ja, ich habe es nicht bezahlt, also ich kriege das gar nicht auf. Machen wir das mal weg hier. Ich brauche nochmal mein Werkzeug hier, das merke ich schon. Das ist ja alles so verklebt, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, es ist ja schön, dass die das alles so einpacken, aber auspacken müsste ich es auch irgendwann können. So, jetzt da. Also, auf jeden Fall ist das hier so ein Diamond Blocks. Ja, 1681 Teile,
für, schieß mich tot, 12 €, glaube ich, waren das oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Naja, egal, ich habe ihn ja nicht bezahlt. So, dann machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Okay, gehen wir mal hier. Dann habe ich hier noch Wangi. Wieder mein Architekturset. Und zwar ist es ein Haus im Hui-Style. 1039 Teile. Keine Ahnung, habe ich auch von Bluebricks gekauft. Weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat, aber es war auch nicht so teuer, war im Angebot. Dann haben wir hier noch, auch, das ist gestern gekommen. Fand ich eigentlich auch mega. Da müsste ich jetzt auch nochmal schauen, ob ich die mal finde. Aber ich glaube, die sind ausverkauft, weil soweit ich das gesehen habe. Ja, das ist Mini Street Klemmbausteine. Das sind so, ja, sechs kleine Häuser. Insgesamt 1516 Teile. Also hier, wenn man schon mal das erste da vorne sieht, es hat 256 Teile. Das gibt dann insgesamt diese sechs Kartons hier, soll es dann diese Straßenzeile da geben. Ja, fand ich eigentlich auch interessant, weil das ganze Ding hat, wie gesagt, gekostet 21,45 €. Also für so viel Steine kann man nichts sagen. Weiter geht's im Hause Blue Bricks. Wenn der Stuhl nicht so knetzen würde hier. So. Jetzt werden die Sets schon etwas größer. Ja, ein Schneemobil von Winner Bricks. 1200, nee, Quatsch, 961 Teile. Ich guck mal kurz. Das hat gekostet 19,50 €. Ist aber leider auch ausverkauft. Ja. Was haben wir noch? Und zwar Sembo habe ich mir dann nochmal geholt. Fand ich nämlich auch klasse. Flying Shark. Der ist nicht ausverkauft, soweit ich weiß. Wie gesagt, nimm es mir nicht übel, ich muss da immer gucken. Da ist er. J15 war das, ne? Ich glaube ja, genau. Flying Shark, fliegender Hai. 1186 Teile für, was kostet? 23,40 €. Keine Minifiguren. Ihr seht, das ist hinten zugeklebt, wo die Minifiguren hier sein hätten sollen. Genau. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir hier noch. Ja, auch wieder ein, ich packe das mal herunter, ein Produkt aus China. Ich habe keine Ahnung, ich werde das jetzt mal hier aufmachen. Ob das jetzt stimmt und richtig ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was das war überhaupt. Keine Ahnung, kann ich nicht mehr sagen. Oh, ich habe sogar, glaube ich, gleich die richtige Seite erwischt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht die Anleitung zerschnitten. Liegt nämlich oben auf. Wir haben es aber reingestopft, das Ding. Eieiei. Ach ja, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist dieses, ach mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Von Pangu ist das. Dieses Fischer. Dieses Reparaturshop, also wo Fischerboote repariert werden. Fand ich auch mega klasse, das Ding. Ist auch in Bauabschnitten unterteilt. Ich sehe schon hier, ist außer die nicht, aber es ist Tüte 5 hier. Und schon alleine die Steine. Muss ich sagen, finde ich klasse. Gefallen mir ausgesprochen gut. Ja, das war also das. Packen wir mal wieder rein. Wer weiß, wann ich das bauen kann oder wann ich dazu komme. So, was haben wir denn noch? Dann habe ich mir, aha, auch noch eine Schachtel. Und zwar ist es ein Lego-Set. Das habe ich mir gebraucht gekauft.
aber sehr günstig ersteigert. Und zwar Lego 4993, das Cabrio. Das ist ein 3-in-1-Set, das heißt also, man kann entweder noch diesen Truck davon bauen oder noch diese Raupe. Wobei mir persönlich ja dieses... halt, das ist noch was. Ja, das sind zwei Anleitungen auf dem Truck. Wobei mir dieses Cabrio aber ehrlich gesagt am besten gefällt. Vor allem, soweit ich das gesehen habe, kann man das Verdeck nämlich auf und zu machen. Und das, ja, das ist auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Das habe ich auch, wie gesagt, sehr günstig gekriegt. Keine 30 Euro. Ich weiß jetzt nicht einmal, wie viele Teile das Ding überhaupt hat. Kriege ich jetzt nicht mehr rein. Okay, weiter geht's. Dann habe ich hier noch einen Karton. Ist auch von Lego, das weiß ich. Machen wir mal die Dinger hier auf. So. Entschuldigung, wenn es ein bisschen lauter ist. Und zwar haben wir da Brickheads, die wollte ich mal probieren. Habe ich noch nicht gebaut bis jetzt. Einmal Goofy und Pluto. Und einmal den Donald. Genau. Außerdem noch, jetzt muss ich mal hier wieder umschalten hier. Außerdem habe ich hier noch eine Rechnung, die kann weg. Was ich unbedingt haben wollte schon lange. Die Flintstones. Also das finde ich ja mega. Also da gefallen mir jetzt schon die Figuren. Leider sind ja nicht alle dabei, sondern nur die vier Erwachsenen. Aber die Kinder sind nicht dabei und der Dino nicht. Aber trotzdem. Gefällt mir auch ausgesprochen. Karton weg. Dann haben wir hier noch eine Tüte. Die ist heute gekommen. Ja, da bin ich aber ehrlich gesagt jetzt auch überfragt, was das ist. Auf jeden Fall ist es da drin. Ja, es ist jetzt ein bisschen laut. Ach ja, jetzt weiß ich, was es ist. Weil ich warte nämlich auf ein paar Sachen noch aus China. Aber das ist ja geil, weil, wenn ich es dann rauskriege, will ich es euch zeigen. Oh, zack, das ist ja der Wahnsinn. Ich versuche das mal anders zu machen, dass ich die Anleitung nur rauskriege, weil sonst wird das hier nichts. Aha, so geht das. Und zwar ist es das Diner von Lego, kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Und das ist von King. Und zwar ist es The Last Word. Also, das ist halt nach dem Weltuntergang. Mega. Das fand ich so klasse. Da gibt es noch zwei von. Ich glaube, das Kino und fragt mich, was das andere war. Keine Ahnung. So. Und dann haben wir zum guten Schluss noch das Größte. Und zwar ist das, oh, das ist so schwer, von Xingbao. Auch, jo, toll, ne? Da muss ich nochmal kurz auf die Bluebrick-Seite schauen, weil das habe ich nämlich auch da gekauft. Und es war so schnell ausverkauft, dass ich da wirklich glücklich war. Und zwar ist es das Spielwaren- und Büchergeschäft. Das ist das größte Set, ich baue tue es mal wieder weg, das größte Set, was ich überhaupt je gekauft oder gebaut habe. 5.491 Teile und das gab es für sage und schreibe 95 Euro. Und das ist natürlich schon ein mega Preis, finde ich. Ja, und statt 189 Euro, also die Hälfte weniger, deswegen habe ich gedacht, das muss ich haben, das, da kann ich nichts verkehrt machen. Ja, das war's. Also es war eine Menge, wie ihr seht.
Und ich habe es doch noch nicht mal geschafft, das andere alles aufzubauen und euch vorzustellen, aber ich werde mir Mühe geben und werde schauen, dass ich das alles irgendwie zeitnah hinkriege. Gut, ich hoffe, euch hat der kleine Haul gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Das ist eigentlich immer das Übliche. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch, ist klar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Review, beim nächsten Aufbau, beim nächsten Fazit, wie auch immer, sehen wir uns dann wieder. Und ich kann in der heutigen Zeit auch nur sagen, bitte, bitte bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, die sie uns mehr oder weniger vorschreiben, aber ihr seht, was im Moment ja los ist und haltet euch einfach nur dran, dass ihr gesund bleibt. Und ansonsten baut was Schönes, wenn ihr die Zeit habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage ciao, euer Paul.